Kann man, vielleicht sind wir irgendwie geschwächt oder so. Also ein One-Hit waren wir bisher noch nie. Ja, das war ein Null. Warten wir auf die Wüste. Hat sie dann so einen Kiesel für uns? Was auch immer man damit machen soll. Sich verskillen kann. Ich denke mal schon, dass man sich verskillen kann, aber eigentlich haben wir immer auf Ausdauer geachtet. Vitalität und auf Geschicklichkeit. Aber diesmal habe ich auch zum ersten Mal gesehen, nachdem wir hier gestorben sind, dass dann das Schwein so eine leuchtende Augen hatte. Aber das vergeht anscheinend, wenn man danach nochmal stirbt. So, jetzt sind wir wieder hier bei den Hunden. Die sind doch so schnell. So, Nummer 22, Leute. Kommen nicht weiter. Wir stecken fest. Wir stecken fest. So, Versuch Nummer 14. Ja, jetzt mal. Kann man sagen, Versuch Nummer 18. Ne, Versuch Nummer 8. So, dahinter haben wir die nette Dame, die uns Blut abzapfen möchte. Dann haben wir hier den Typ mit dem Sack, der uns auf den Sack geht. Aber der ist wirklich widerlich, der Typ hier. So, den lassen wir jetzt schön in Ruhe. Die Frau lassen wir auch in Ruhe. Was ist denn, die folgt uns. Ja, ich glaube, die macht immer nur Kiesel fallen lassen, ja. So, haben wir hier das Schweinchen. Sein Po-Loch versteckt er. So, zwei Blutpionen. So, ab zum nächsten Schweinchen. Dass die uns one-hitten können. Willst du mich rollen? Deswegen verstecke ich mich denn da. Ja, ist das Wetter. Ich glaube auch. Zumindest gibt es hier Blutpiolen. So, jetzt haben wir natürlich wieder eine Menge Seelen, die wir dir verschenken können. So, diese dummen Hunde, diese dummen Hunde. Komm, ich will nur einen haben, nur einen Hund. Ja, mach, komm, komm her. So, haben wir jetzt zwei oder haben wir wieder 10? Die hauen so schnell zu. Und von dem lebt sogar noch. So, einer weniger.
So. Komm her. Oh nein, noch mal. Oh, komm her. Lass uns spielen. Ich will hier auch nicht jeden Hund parieren, ja? So. Wir wollen nur einmal diese Ecke da hinten angucken, aber das ist halt hier so ein Sacktypi und der geht uns richtig auf den Sack, denn der macht uns One-Hitten. So, wieder ein Hund. Komm her. Oh mein Gott, das ist noch einer gewesen. Komm her, komm her, komm her. Fallen lassen, dann gucken wir mal hier. So. Holen wir uns mal ein paar Kugeln. So. Heilen wir uns nochmal. Und ich hoffe, dass da eins hinkommt. Oder wir holen uns einfach die Runde. Sollen die Runde kommen. Oh, die bellen wieder? Okay. Okay, wir haben auch beide Hunde. Okay. Jetzt kommt hier unser kleiner Miniboss, der so heftig ist. So, gucken wir, ob wir ihn parieren können. Das wäre echt total schön. Und komm nochmal. Nein. Machen wir uns einen abwarten. Klappt nicht, man kann ihn nicht parieren. Man kann höchstens so machen. Aber jetzt ist er wieder sauer. Jetzt wird er schneller. Okay, Miniboss. Okay, das klappt nicht. Jetzt schnell. Oh, die kann ich noch nicht. Die kann ich noch nicht attackieren. Ein Schlag. Aber wir hatten nicht ganz volle Lebensenergie. Aber wie gesagt, da macht uns ein Schlag. Mit einem Schlag macht er uns töten. 18.000 Seelen. 18.000 Seelen haben wir hier. Und den hat der Typ. Das heißt, um jetzt diese Seelen zu bekommen, müssen wir den töten. 23. Speichern. So, 9. Versuch. Also mittlerweile können wir da alles auswendig. Ja, da ist das Schweinchen, da kommen die Hunde. Aber gut, wir haben anscheinend noch nicht von diesen Sacktypen alle Attacken gesehen, denn dieses Nunchaku, dieses Sack-Nunchaku kann ich noch nicht. So, solange die nicht sauer sind, die ganz langsam, die ganz cool, gehen ganz langsam. Streng dich an. Natürlich streng ich mich an. Ich gebe hier alles. Aber gegen One-Hit kannst du nichts machen. Und du musst quasi die ganze Zeit bei voller HP bleiben. Dann bist du vielleicht kein One-Hit. Vielleicht auch. Ich habe das Schwein vergessen. Ich sag's doch gerade. Oh nein, die Guste. Heim ich jetzt nochmal, aber wenn ich sterben dürfen. Wir wollen unsere Seelen wieder haben. Komm, lass mich zu deinem Polo. So, rein damit. Jetzt verschwinde ich ihn. Geh mir aus dem Sichtfeld. Okay, wir müssen darauf achten, dass wir volle Lebensenergie haben.
Ansonsten sind wir ganz, ganz schnell in One-Hit. Aber guck mal lang. Ich habe gerade... Wie viele Gegner getötet? Ich habe gerade 2 Schweine getötet und eine Gusste. Ja, 3500 Blutechos. Okay, wir wissen nun, das hilft nicht, wenn ich mich hier verstecke. Aber das hilft. Wegrennen. So, und rein da. Jetzt kommt der leichte Part, die Hunde. Oh Gott, ich kann das nicht sehen. Ich kann die Hunde nicht mehr sehen. Guck mal hin, er hat mich zweimal getroffen. Das sind Hunde hier. Jetzt habe ich gerade versucht nach vorne auszuweichen, damit ich ihn auch treffe danach. Aber dann trifft er mich. Wie man sieht, ich muss mich ja ständig heilen. Ich werde mir mal ein Eis holen, ja, du bist ein Sack. So, warte mal, hier steht einer um die Ecke, da steht einer. Das heißt, es wäre toll, wenn ich den locken könnte. Damit nicht dann drauf noch kommt. Ja, wir sollen uns mal kugeln. Heilen uns nochmal. Und wir holen ihn mal her hier. Ein einzelner Hund ist mal einfacher als zwei. Oh, das gibt's doch nicht. Tod ist auch noch nicht. Ich stell mir gerade beschissen an. Okay, die halten also 4 Schläge aus von mir. 4 Schläge. So, ist hier noch irgendwo ein Hund? Hä? Was macht der denn gemacht? Wenigstens sind die auch Grabsteine. Komme ich mir nicht ganz so blöd vor. Dass hier auch andere Leute gestorben sind. Den habe ich nicht gehört. Oh, der hat meine Seele. Der hat meine Seele. Geil. Guck mal hin, Leute. Wenn ich den töte, dass ich Seelen zurückbekomme. ...19.000 Seelen. Ich habe schon gedacht, dass der Typ da hinten meine Seelen hat. Der mit dem Sack. Aber andersrum, ich will da jetzt durch. Ich will gucken, was da hinten ist. Wenn das so schwer bewacht ist, da muss ja was Tolles da sein. Ah. Hinweise ansehen. Vorsicht vor starker Feind. Aber Spezialgegenstand voraus. Ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Schatz voraus. Okay, versuchen wir mal hier die Hunde wieder zu holen. Bitte nur die Hunde. Einen haben wir. Der andere ist ganz cool stehen geblieben. Den kümmert das gar nicht. Ja, ich habe eigentlich auf den Hund geschossen. Bitte, Hund, komm. Ich will dich nicht. Ich will nicht zu dir. Aber vielleicht können wir auch durchrennen. Ja klar, ich kann ihn locken. Komm mal her, mein Freund. Komm mal her. Nicht sauer werden. Schön langsam bleiben. So, bleib mal da und ich geh mal hier hinten hin. Tronitus ist eine Waffe. So, gibt es sonst noch irgendwas Tolles? Nein. So, dann hauen wir jetzt hier ab. Den lass mal schön da stehen, den Typen.
Okay, hier ist also Sackgasse. Gab es sonst noch von Eingang? Hier oben, war ich hier oben schon? Wenn ich so sitze, ist die Kamera ein bisschen zu... Ja, so ist besser. So, gucken wir, was hier abgeht. Kann man reingehen? Wir sollten ein bisschen mehr aufpassen vor diesen Gusten. Das Gerät funktioniert derzeit nicht. Und warum nicht? Hebelmechanik, damit keine Elektrik benötigt. Gehen wir mal hier lang. Jetzt könnte ich oben drauf springen. Das hätte ich auch einen Weg, den ich hätte vorher auch mal rausfinden können. Abscheulichkeit von Nachschub, Wufa, schau mich bloß nicht an. Okay, diese Nachrichten sind mal so kryptisch, dass man gar nichts rafft. So, also an sich gibt es hier gar nichts momentan. Nur halt der Aufzug, der momentan noch nicht funktioniert. Die rechte Seite hat man noch nicht gecheckt. Oh, da ist ein Typ, da ist hier so ein Vieh. Komm her. Nicht verschwinden. Guck mal, wir machen gar keinen Schaden bei dem. Der verschwindet dann. Gerade so, weil der hat nämlich hier Zwillingsblutsteinsterben. Damit können wir dann hier unsere Hauptwaffe verbessern. Und es wäre toll, wenn wir irgendwie wegkommen, um unsere Waffe zu verbessern. Denn mittlerweile macht unsere Waffe nicht mehr genug Schaden. Geht das auf? Ich bin zufrieden, es geht auf. Wo sind wir hier? Ich glaube, wir sind im zweiten Stock. Das ist der zweite Stock. Zeit für Blutechos. Oh, guck mal. Eine Lampe. Okay, wir haben jetzt das freigeschaltet. Das ist schon mal sehr gut. Mit 30.000 Blutechos, da können wir jetzt einiges aufleveln. Und wir können unsere Waffe zweimal verbessern, wenn ich mich richtig erinnere. Zweimal. Oder, ja, es kann auch sein, dass nur einmal. Je nachdem, wie viel ich für die zweite Stufe oder halt wer dann die fünfte Stufe verbessern. Gehen wir erstmal nach oben. Und verbessern das mal hier. Waffe verstärken. Sack. Sägehackbeil. So. Ja, hab ich mir fast gedacht. Wie viel brauche ich jetzt? 5. Ich habe nämlich 4. Das ist hier so eine Art Hammer, ja? Was ist das für ein Ding? Keine Ahnung, was das ist. Irgendein Ding mit einer Kugel vorne dran. Es ist kein Morgenstern, es ist gar nichts. Es ist ein Stab mit einer Kugel vorne dran. In Ordnung, dann könnten wir eigentlich hier noch... Nee, das hier lohnt sich nicht bei der Donnerbüchse. Dann Blutedelstein. Was geben wir hier noch rein? Wir haben noch hier so ein Ding bekommen. Was ist das überhaupt? Ich dachte, das kann ich hier reinpacken. Das ist so eine Rune. Wo kann ich diese Rune ausrüsten? So, hier haben wir so eine Mondrune. Was mache ich mit der? Hinterließ dieses Symbol. Eine Umschrift von Mond, wie es von den Großartigen im Albtraum ausgesprochen wird. Mehr Blutechos erlangen. Die Großartigen im Albtraum sind dem Geiste wohlwollend und kommen oft zu Hilfe, wenn sie gerufen werden. Also ich habe keine Ahnung, wie man das ausrüstet. Oder ob ich es, wenn ich es einfach nur im Inventar habe, dann schon funktioniert. Kann natürlich auch sein. Hast du was Neues zu sagen? Das wird heute Nacht eine lange Jagd. Wenn die Bestien größer werden und eure Lebensgeister auslöschen wollen, sucht einen heiligen Kelch, so wie alle anderen Jäger vor euch. Ein heiliger Kelch zeigt euch das Grab der Götter, wo Jäger an der Gemeinschaft teilhaben. Die meisten der heiligen Kelche einen haben wir bereits. Tief unten im Grab der Götter. Und die wenigen, die an die Oberfläche gefunden haben, gingen in den Händen der Menschen verloren. Ich wollte den nicht hauen. Na gut, habe ich ihn gehauen. Ich wollte nicht hauen.
Nee, die Taste. Ich bin auf die Taste gekommen. Willkommen. Ich hoffe, es ist nicht böse. Nun gut. Die Echos sollen zu eurer Kraft werden. Lasst mich näher kommen. Jetzt schließt die Augen. Knie dich hin. So, ich weiß nicht, ob ich jetzt Vitalität wirklich skillen sollte. Denn wir werden sie einen echten One-Hit, ja? Machen wir das mal. Gehen wir mal auf 20. Nur ein bisschen mehr Geschick. Wird auch ein bisschen mehr Schaden machen. Für bis noch einen Ausdauer. Aber 19 Ausdauer. Sieht das schon besser aus. Yep. So. Zumindest können wir jetzt immer wieder aufleveln. Das heißt, mit jedem Fail können wir einfach unsere ganzen Echos sammeln und immer wieder herkommen und noch weiter aufleveln. Dann sind wir jetzt hier schon im zweiten Bereich? Nein. Ich würde gerne wissen, wo wir jetzt sind. Hier. Grab Odeons. Ist es dort? Ich weiß gerade nicht. Nein, ist nicht verboten. Aha, hier ist es. Unterirdisches Gefängnis. Hier müssen wir hin. Ist nicht verboten, Batman. Nee, es gab mal welche im Channel, die sind irgendwie kürzlich irgendwie Nichtraucher geworden und die werden durch mich dann irgendwie animiert, dann auch wieder zu rauchen. Deswegen habe ich mir dann gesagt, alles klar, dann mache ich halt die Cam aus. Albtraumhafte Rituale sehnen sich nach dem Kind des Blutes. Finde das Kind und beende sein grauenvolles Weinen. Öffnet sie nicht von dieser Seite. Also hier ist der zweite Stock. Und ich möchte nicht unbedingt da durch, aber zumindest können wir jetzt, wenn wir jetzt hier farmen gehen, können wir eine Menge Seelen, also diese Echos, Blutechos bekommen. Und somit auch stärker werden. Dass wir ein bisschen mehr aushalten. Gut, haben wir wieder Schweine hier unten. Können wir uns hier unten mal umgucken. Also sichtbar mehr Schaden mache ich jetzt so noch nicht. Könnte mehr sein. So, hier haben wir noch ein paar Hunde und auch eine Menge Sachen zum Einsammeln. Schauen wir uns mal überall um. Das sind nur zwei Hunde, ja? Das ist nur noch einer. Da, wenn die Tür aufgeht. Sehr schön. Wissen des Verrückten. Wissen des Verrückten. Wahrscheinlich nochmal Wissen des Verrückten. Keiner, was man damit macht. Die Tür geht nicht auf. Gucken wir, ob wir einen Schalter finden und ob wir hier irgendwie hier rankommen. Eisenhelm mit schwarzer Kapuze. Schwarzes Jagdgewand. Das sieht aus, als wenn wir jetzt schon mal eine bessere Ausrüstung haben. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns die mal an. Das geht hier. Schwarze Kapuze. Eisenhelm. Das ist, ja, von allem ein bisschen besser, außer da. Es gibt ein paar Sachen, da sind die Sachen schlechter. Bei Stichwaffen zum Beispiel. Gegen Stichwaffen sind wir schlechter gerüstet. Kann ich irgendwie die Hilfe einblenden? Sieht nicht so aus. Ich weiß mir nicht, was die einzelnen Symbole bedeuten. Das ganze Rechte würde mich interessieren, was es ist. Ich glaube, Blitzresistenz. Ja, Blitz stimmt. Blitz, Feuer, das ist wahrscheinlich Magie. Das andere ist Sprengen. Ja, und rüsten wir uns trotzdem aus damit. Vergleiche gerade ein bisschen. Ich finde eigentlich, da ist unser Jägergewand besser. Vor Stichwaffen sind wir hier besser geschützt. Davor sprengen. Aber das nimmt sich beides nichts. Das können wir behalten, das Jägergewand. Ach, hier kann man gleich direkt das Blaue und das Rote kann man direkt sehen. Also gegen Feuer und Blitz immer ein bisschen weniger Resistenz, aber gegen Stumpf und Stichwaffen sind wir. Dann nehmen wir das. Dann noch hier. Das sind drei Sachen schlechter und nun eine Sache besser. Das behalten wir unsere Jägerhose. So, sehen wir ein bisschen merkwürdiger aus und haben auch ein Gitter vor der Fresse. Sieht mal ein bisschen gefährlicher aus. So, was haben wir hier? Nichts hier, außer Statuen, ja. Super.
Darauf habe ich gewartet. Geht's hier oben weiter? War ich hier schon? Aha, hier ist was. Rasendes Kaltblut. Okay, also hier haben wir auch eine Sackgasse. Das heißt, es geht wirklich nur bei diesem Boss weiter. Und ich habe richtig, richtig enorm Angst vor diesem Boss. Ich würde sagen, wir töten hier noch ein paar Gegner. Denn ich glaube, das reicht doch nicht. Fährt hier jemand zu Gamescom? Falls ich es schaffe, fahre ich hin. Falls ihr mich treffen wollt, sagt Bescheid. Fatman. Ja, also wenn ich mal Geld überhaben sollte, dann werde ich auch mal zu Gamescom fahren. Aber so wie es aktuell aussieht, geldlich ist das nicht möglich. Gut, jetzt haben wir schon mal 200 aktiv. So. Lass mal dich mal aus. Und gucken, was hier abgeht. Hier geht's weiter. Hier waren wir noch nicht. Rasendes Kaltblut. Zwillingssternscherbe, das ist schon mal gut. Dann können wir schon mal nochmal verbessern, unsere Waffe. So, geht die Tür auf. Oh nein, diese Gusten. Wenn die uns packen, sind wir fast one-hit. Das ist ein Kiesel. Immer Kiesel lassen sie fallen. Weiß nicht, was das für einen Grund hat. So, noch mehr Gefängnisse. Ja, warte mal, wir waren hier schon mal. Die haben eine Abkürzung freigeschaltet. Hier geht's nämlich zum Boss. Hier geht's zum Boss. Das ist eine Abkürzung. Hier waren wir schon mal. Ja, hier waren wir. Das ist die Tür, die sie nicht geöffnet hatte vorhin. Wissen wir schon mal, wo es hier weitergeht. Also an sich kommen wir eigentlich nur noch hier ein bisschen Seelen sammeln. Es geht ja ziemlich gut hier. Nochmal aufleveln, nochmal unsere Waffe verstärken, dann können wir den Boss versuchen. Ja, sammeln wir noch ein paar Blutfiolen. Und wir könnten mal übel gucken, ob wir irgendwie über. Was hat der denn für ein Problem? Hier, ich glaube, der hat einen kleinen Fehler hier. Guckt mal, Leute, hier, PlayStation 4. Der hängt gleich fest, würde ich sagen. Haben wir hier wieder das Schweinchen? Das bringt eine Menge Seelen. So, von hinten. Wunderbar. Zwei Blutfiolen. Kümmern wir uns um die Hunde hier. Oh, das ist verpassen. Gut, wir brauchen jetzt nicht mehr vier Schläge für einen Hund, sondern drei Schläge. Die halten anscheinend auch ein bisschen mehr aus. Also die sind schon mal stärker geworden. Sieht schon mal viel besser aus als vorher. Vielleicht sind es auch kein One-Hit mehr. Bei den großen Leuten. Bald soll mal getroffen werden. Noch ein Hund. Der hat völlig falsche Richtung getreten und uns getroffen. Aber er macht immer noch gut Schaden, der Typ hier. Ich will ganz gerne mal das testen. Wie viel Schaden macht das mehr?
Wenn der seinen Wutanfall bekommt, dann ist er nicht zu stoppen. Ich habe versucht, an ihm vorbeizuhüpfen, aber es hat nicht geklappt. Es hat nicht geklappt. So, wir müssen updaten. 24. Aber gut, wir sind jetzt hier, um ein bisschen Seelen zu sammeln und noch ein paar Blutechos zu sammeln, damit wir uns dann dem Boss widmen können. Zumindest können wir jetzt, wenigstens haben wir hier schon mal was gefunden, um nach Hause kommen. So, und gehen wir hier nochmal zurück. Dann können wir uns mal langsam vorarbeiten. So, die beiden Schweine zuerst. Aber ich, diese Sackträger, die sind total overpowered, aktuell für mich noch. Zumindest kriegen wir immer schöne Blutfiguren bei den Schweinchen. Die sind ja auch eigentlich recht einfach zu killen. Da hätten sie immer schon den Hund, der unsere Seelen hat. Der vorderste. Ja. Ein One-Hit, Leute. Ich kam nicht dran vorbei. Also normalerweise sind die Schweine einfach, aber dass ich jetzt echt immer noch mit unserer Lebensenergie immer noch ein One-Hit bin, ist krass. So, 25. Mann, Gott, jetzt ziehen wir aber an hier mit dem Dead-Counter. Mann. Unglaublich. Und nochmal. Und täglich grüßt das Murmeltier. Ich glaube, er ist so weit. Ich hole mir auch ein Eis. Ja, das ist wirklich so warm. Ich sterbe hier. Komm nicht weg. Jetzt sterben wir hier nur noch. Ich versteh's auch nicht. Wenn du nach links springst und ausweichst, dann müsste doch eigentlich da auch dahin springen. Macht er aber nicht. Er hängt da einfach nur und bleibt am Schwein hängen. Obwohl das Schwein eigentlich ziemlich glatt an der Seite ist. Also jetzt sammeln wir gerade. Jetzt sammeln wir wirklich gerade. Also schlechter kann es gar nicht laufen. Wir wollten Blutechos farmen, jetzt macht uns hier das erste Schwein und das zweite Schwein auch noch Blut. Was vorher nie der Fall gewesen ist. Vor allen Dingen, ich habe es auch nicht geschafft, rechtzeitig hier runter zu rennen. Das war auch noch nicht der Fall. Normalerweise habe ich es immer geschafft, runter zu rennen, bevor das Schwein mich angestürmt hat. Eingesammelt? Ja, haben wir. So. Hier haben wir unsere Blutechos, aber es wird null Blutechos. Rennen wir durch. Zum Mr. Schweine hier. Genau, dreh dich mal instant um. So, haben wir zumindest unsere Blutfiolen wieder. Aber wir haben jetzt 18.000 Seelen verloren, das ist bitter. Ja, komm her.
So. Jetzt muss ich hier noch. Ist hier noch ein Hund? Ich glaube, zwei sind hier. Solange wir den starten, ist in Ordnung. So, hier haben wir. Die letzten beiden haben wir da oben. Wie viel Seelen bringen die hier? Wenn ich es mal irgendwann wieder hinkriege, einen zu töten. Vorhin haben wir davon mehrere getötet. Jetzt kriegen wir es nicht mehr hin. Sobald der sauer wird, haben wir verkackt. Na, ich glaube, diesmal kriegen wir es hin. Never mind. Guckt euch das an. Was willst du dagegen machen, ja? Holt er damit sein Ding aus und macht deinen Sack mir um die Ohren hauen. Und das mit der letzten Lebensenergie. Der hätte noch einen Millimeter gehabt. So, Nummer 7. 27. Bis gleich, Batman. Bis gleich. Alter, Leute. Das ist echt schwer hier gerade. Ich meine, ich habe ziemlich viel Dark Souls gespielt, aber das hier mit den Typen da, das ist echt schwer. Dass man auf normale Mobs stößt, die einen One-Hitten, das ist schon krass. Ist ja nicht so, als wenn ich unvorsichtig bin oder so. Nein, der Typ, der hat ja uns instant getötet. Unbedingt mehr Lebensenergie skillen. Bevor wir da zum Boss gehen, muss ich unbedingt noch mehr Leben skillen. Also jetzt haben wir wie viel? Ich weiß noch nicht, ob das genug ist. Ja, wir haben jetzt aktuell 20 Vitalität. Eigentlich ist es unser höchster Wert und trotzdem sind wir One-Hit. Das ist schon krass. Jetzt hängen wir wieder fest. Wir können nicht weg. Okay, wir müssen hier weg. So, das Schwein, komm. Leider können wir von hier oben nicht runterspringen. Oh, der hat sich auch super geparkt hier. Wieder Insta-Tot. Insta-Tot. Das geht mir so auf den Geist, dass mein Insta stirbt. Ich meine, wie wollen wir denn so Seelen farmen? Wie wollen wir denn so Seelen farmen? Wenn mein Insta kaputt geht, mit einem Schlag, du hast doch nicht mehr die Chance, dich zu heilen. Du bist einfach nur tot. Was mache ich? Ich bin mal ganz kurz zum Kühlschrank. Ich muss mir irgendwas holen zur Erfrischung. Es ist wirklich so warm hier in meiner Butze. Ihr müsst wissen, ich bin hier auf der Sonnenseite. Ich hab's ja schon das Fenster zu, aber dennoch, es ist so warm, ich sterbe hier drin. Mir läuft der Schweiß runter. Ich bin ganz kurz am Kühlschrank und dann versuchen wir hier irgendwie noch weiterzukommen. Das war das hier. Wir brauchen Blutechos, wir müssen Blutfionen sammeln, damit wir zum Boss kommen. Aber die Bosse, also alleine der ganze Trash-Mob ist so stark hier, dass wir ständig am Trash verrecken. Einfach nur, weil die uns mal random one-hitten können. Das ist kacke. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich.